Oh, woo! Oh, baby. Oh! Let's go! Heute haben wir uns vorgenommen, Hausbau extrem zu machen. Heute wird das Haus gegrindet, Leute. Ich hab richtig Bock drauf, die Olga fertig zu machen hier. Und, ja, Digga. Was ist das, Digga? Was ist das, Digga? What the fuck, Bro? Bro, was soll das? Was soll ich sagen, Bruder? Ist ja ultra hässlich. Kann ja da gar nicht bleiben. Sieht ja ultra scheiße aus, Alter. Real talk. Sieht ja richtig kacke aus. What the... So, Leute, wir grinden das Haus. Sieht bis jetzt ja schon mal ganz nice aus, ne? Aber ich möchte jetzt hier zum Beispiel noch die Erde, die muss weg. Hier die Erde muss weg. Das wird alles jetzt hier noch schön. Hier kommt ein Baum raus, der rauswächst. Wir haben heute viel zu tun, Chat. Dementsprechend lassen sich rumlabern, Digga. Rein in die Masse. Rein in die Masse. Ihr wisst, wie es läuft. Also ich habe ja Minecraft OGs bei mir, Digga. Die sind ja damit aufgewachsen. Wir hatten unser erstes Mal alle in Minecraft-Chat. Eins, wenn es bei euch genauso gewesen ist. Chef Strobel, würdest du lieber eine Nacht alleine in einer Tropfsteinhöhle verbringen? Mit Bushido oder Bowser? Bushido. Okay. Würdest du lieber einen Abend mit Angela Merkel verbringen? Oder Per Steinbrück? Angela Merkel. Würdest du lieber, wenn du eine Pistole hättest mit 6 Kugeln, ja? Und du bist in einem Raum mit Donald Trump, George W. Bush. Schaut euch diesen Baum an, Leute. So geil. So geil, dieser Baum. Oh, Digga, so ein geiler Baum, der da wächst, Alter. Schönes Ding. Vielleicht hier nochmal so ein kleines Bäumchen, was hier so rauskommt. Einen kleineren Baum. Einen kleineren Baum. Ja, vielleicht so ein ganz kleiner Baum. Sieht aus wie grüne Kotze auf dem Haus. So, das gibt ein Perma, wenn du mein Haus beleidigst. Ah, und raus. Warum only Sub, Digga? Weil meine Subs hier Privilegien genießen, die kein anderer hat. Deshalb. Auch hier mal an die YouTube-Normis, die dieses Video jetzt später sehen. 5000 Subs. 5000 Subs und wir machen einen 48-Stunden-Stream. Nur mal so gesagt. Und ich sag mal so, wer den jetzt hier nicht mitnimmt, ja, der ist verloren, der arme Junge. Also wird ein richtig schönes, eine richtig schöne Hütte wird er, Leute. Ich möchte eure Meinung wissen. Digga. Mashallah, Habi. Mashallah, diese hübsche Base. Bruder. Ah, ich bin verliebt, lelele. Hallo Leute, ich gehe gerade mit dem Hund. Sag mal, kurzes Ding. 13 Uhr, wa? Kinas. Also Stream. Also wenn ihr das Video jetzt quasi seht, läuft schon der Stream. Wir bauen das Haus. Arschgeil. Bis gleich. Ciao. Naja, ich sag mal so, ne? Ich habe ja schon so vom Aussehen her ein gutes, Wiedererkennungsmal, ne? Du hast für Zuschauer. Für einen Wikinger hast du schon mal die richtige Statur, ja. Ja, nee, ich rede jetzt nicht von meiner Statur, ich meine auch für die Zuschauer. Also ich glaube, wenn die Leute mich auf der Gamescom sehen, die würden mich eher erkennen als dich. Ja, weiß ich jetzt nicht mehr. Also ich würde eher unter den Leuten auffallen als du. Ich weiß ja nicht, die weißen Haare und so, ne? Also ich denke eher, die Leute würden eher so auf mich achten, wegen den roten Haaren und allem. Das fällt eher auf als jemand, sag ich mal, mit so weißlichen Haaren. Warum machst du die eigentlich? Weil so solche Haare hast du ja eh mit 80. Jahren oder nicht? Ja, da hast du recht. Meinst du, ich hätte einfach warten sollen? Ja, warum machst du die Haare jetzt schon weiß? Kannst du nicht abwarten, bis sie so weiß werden oder wie? Nee. Nee, nee, ich wollte das unbedingt jetzt haben. Es gibt ja immer wieder so, warum tragen manche Leute Nagellack und Scheiße, Mann, ist im Netherfarm eklig, wirklich. Es macht gar keinen Spaß. Die größte Aufgabe der Welt. Ich habe jetzt hier für sechseinhalb Stacks Nether Quartz habe ich jetzt in 3/4 Stunde gebraucht. Meanwhile, fucking Repest ist aus Nether Quartz das hässlichste Haus der Welt gebaut, Digga. Und alles abgefarmt, der Knecht. Du bist sportsüchtig. Ich war heute Morgen noch beim Sport. Ich habe gestern Sport gemacht. Ich werde morgen Sport machen. Ja, siehst du, bist sportsüchtig. Aber das ist doch nichts Schlechtes. So, können wir diese Unterhaltung einfach auf 2032 vertagen, Bro? Wenn wir da noch überhaupt leben. Chef Strobel, was soll das jetzt schon wieder? Weiß ich nicht, vielleicht die Welt oder so. Ja, vielleicht. Wir wissen es nicht, ja, wie wir mit diesem Planeten umgehen. Chef Strobel, bitte. Was ist jetzt in deinem Film gerade? Das würde ich gerne auch mal wissen. Hä? Hier, guck mal. Laufen, Rudern, Radfahren. Wer Ausdauersport extrem betreibt, riskiert eine Sportsucht. Die ich mache keinen Ausdauersport. Leiden an Entzug und zeigen die gleichen Symptome wie Drogenabhängige. Du bist übelst aggressiv wie ein Drogenabhängiger. Ich bin aggressiv, weil du mich mit Sch*** volltalkst seit drei Tagen. Du bist sportsüchtig. Revi, wir müssen dich ganz schnell, musst du zu einem Psychiater. Okay, Digga. Voila, ich gehe, Digga, ich lade mir dieses Welt hier als Schematik runter, baue einfach Creative Mode in Ruhe. Meinst du jetzt, weil du keinen Quarz kriegst? Weil mir alles hier auf den Sack geht. Wie viel Metagaming machst du, Revi? Wie viel Metagaming ich mache? Du schreibst ja einfach über Insta, ich baue Quarz. Bro, Reeps, kann ich Quarz haben? Nein, wie viel Dein Haus ist doch fertig, Bro, oder? Nee. Wie viel brauchst du? Keine Ahnung. Sag es, wie viel? Zwei Stacks, Blöcke.
Hast du vorhin nicht doch gesagt, hier Reapers mit seinem Scheißhaus? Und Alter, das stimmt doch alles gar nicht, G-Time, Mann. What the f*** ist denn heute mit dir? Meanwhile, ja. Fucking Reapers das aus Netherquartz das hässlichste Haus der Welt gebaut, Digga. Punk-Chef! Woo! Oh, Baby! Oh, Baby! Oh! Oh! Let's go! Digga, der verkauft Nautilus-Shells. Yelle, wo ist Nametag? Der verkauft Nautilus-Shells. Hallo, Rebi? Komm her, Schatz. Woo! Ich hab'n Hart in meinem Sass. Wer verkauft die Nautilus-Shells, Rebi? Ich hab hier einen Villager, Peter Gruber, der steht bei mir. Komm her. Ja, den will ich nutzen. So ein Trader. Ich hab hier so einen Trader stehen, Kevin. Hier, Peter Gruber. Peter Gruber. Das ist Peter Gruber, mein Mitbewohner. Ist das so ein einmaliger Händler oder ist das ein dauerhafter Ein Villager? Einmaliger, aber der disappiert nicht. Ich hab dem Nametag gegeben. Nein! Nicht in den Nether lauf! Der Peter. Haut ab, ne? Der wollte schon in den Nether. Du kannst den nicht behalten, Rebi. Der verschwindet. Wenn ich dem Nametag gebe? Wenn du den... Nein, nein, nein. Der haut ab. Der flieht. Der kann mit einem Unsichtbarkeitstrank und so kann er sich überall rausbewegen. Wir müssen die Leine holen. Wir müssen den einsperren, den Mann. Es ist wieder in Führung, aber es ist egal. Wo ist meine Leine? Wo ist meine Leine? Wo ist meine Leine? Komm. Peter, komm. Gruber, hey. Okay, Reeves, pass auf. Ich hol den, ich hol den. Lass den, der soll nicht weglaufen. Komm, Peter. Ich muss den in ein Boot muss der rein. Ich kann den Villager nicht mit... Digga, was? Digga, wir haben nicht mehr... Ich kann doch keinen Menschen mit einer Leine entführen. What the... Wo waren mir meine Gedanken gerade? Ich war ganz falsch einzuordnen, Alter. Sorry dafür. Schwieriges Thema. Komm, Peter. Peter, komm. Ja, Peter, komm, geh hoch. Pogchamp. So, Peter, und rein ins Haus! Steig in den Van, Peter, ich hab Schokolade. Geil, Alter! So, warte, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Sekunde, wir brauchen ein neues Boot. Ich muss jetzt gucken, dass die nicht rauskommt. Okay, viel Spaß, ich zieh wieder durch. Danke dir, Reeps. Ey, danke schön, danke für dein Follow. Wo und für deinen gleich. Support, sag ich, ne? Geil, und noch zwei Leinen gratis bekommen. Peter Gruber, wo wohnt der? Alter, klar, hier neben der Hundehütte. Let's go! Der kriegt so einen richtig kleinen Marktstand, bauen wir dem. Der wohnt hier einfach. Das Leben ist einfach... Das Leben spielt einfach manchmal, wie es will, sag ich. Oh, Peter, lass dich anschauen. Peter, du bist einfach der Hübscheste. Mashallah, der Hübsche, wenn ihr Peter seht, meine Freunde. Ich sag immer so, Kevin, wer des anderen einen Gruben frägt, der muss noch schauen, dass man es zusammen erträgt. Ja? Habe ich von Pietro Lombardi die Weisheit. Geil, Peter Gruber! Ja, und selbst wenn er geht, dann haben wir eine schöne Zeit. Dann lasse ich ihn jetzt hier im Boot sitzen. So, der bleibt jetzt einfach hier. Leute, ich schwöre, dieser Hund stinkt so eklig. Das ist so widerlich. Du bist so ein Ekliger. Aber nur dein Atem. Aber du hast anfangs hast du nicht so gestunken, Bro. Wie kann das sein, dass du so widerlich riechst, Bro? Ehrlich. Ich putze ihm auch immer die Zähne, aber irgendwie stinkt der einfach. Sau schade einfach. Ist einfach schade, Akani. Ist einfach schade, dass du stinkst. Ach so, ein geiles Haus, hallo. Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Es wird das krasseste Craft-Deck-Haus, was es jemals geben hat, ey. Ich geh gleich mal runter und zeige das nochmal. Und dann, wer dann nicht Mashallah in den Chat schreibt, kenne gerne. Peck W. Ach, scheiße. Leute, noch einmal von ganz kurz von außen. Einmal noch Mashallah, das wunderschöne Haus. Mashallah, die wunderbare Hütte. Man muss so klicken. Boah, Digga. Alter, Chat. Check dieses Haus. Geil, oder? Richtig geil. So, Leute. Das war's von diesem wunderschönen Stream.